Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft. Hallo Strickmamsel. Hallöchen. Hallo ihr alle. Hallo auch an meine Zuschauer. Ja, die Lieferfrau, ist die wieder da? Die Schulkerkiste steht da, dann musst du dir schon selber holen. Wo ist denn die Schulkerkiste, du Olle? Ach, hier, da. Nee, da. Zum Haupthaus Richtung. Er gibt doch hier gar keinen Sinn. Alles gut, ich hab sie. Ja, Platti guckt mich an wie 7 Tage Regenwetter. Wo hast du denn? Platti, wie viele von den Töpfchen brauchst du denn? Ich find's toll, also lass mich. Höchstens, weiß ich nicht, 3 oder 4, mehr brauche ich nicht. Ich weiß nicht, wie viel hat sie denn mitgebracht? 20. Ui, oh wow. Ich hätte auch gerne. Ich wollte gerade sagen, wollen doch bestimmt alle ein paar. Also ich bin fertig. So. Ja, okay, ich kann auch ein Blümchen hinstellen, dann habe ich auch einen Blumentopf verbaut. Was habe ich denn hier jetzt für Treppen hingebaut? Und die. 6 Blumentöpfe. Und Eichenholztreppen. Wo hatte ich die denn jetzt noch? Oh, keine weitere Wolle. Brauchst du mehr? Mehr gab's nicht. Soll ich welche holen? Ich dachte, du wolltest noch weiße Wolle mitbringen für Teppich. Ach, hab ich hier. Die ist nur in meinem Inventar. Sorry. Gemälde sind nicht zufällig drin, ne? Bitteschön. Nee, die hab ich gar nicht erstellt. Mm-mm. Warte, ich guck mal eben, wenn ich den Teppich fertig habe, wie viel Wolle noch übrig bleibt. Weil dann kann ich noch ein paar Gemälde machen. Bräuchte nämlich 2 Stück hier für meine Küche. Du hast dir eine Küche da reingebaut? Ja, so eine ganz, ganz kleine. Eine kleine Küche, eine kleine Setzecke und ein Bett. Setzecke oder eine Sitzecke? Ich habe eine Kuschelecke, ein Bett. Eine Setzecke. Und ein bisschen. Und da hinten ist dann gemütlich. Hallo. Schön. So, jetzt muss ich noch hier mein pinkes Bett machen. Das gibt's doch nicht. Ich hab schon wieder zu wenig. Holz ist Mangelware heutzutage. Goretti spielt jetzt neuerdings dann auch noch Rennspiele. Hab man gerade gehört. Oh, jetzt regnet's. Hatten wir ja schon ewig nicht mehr. Ich wollte es gerade sagen. Nee. Ganz, ganz sexy. Regen in den Tropen. Das sollte verboten werden, wa? Ganz komisch, ne? Ja. Pass mal auf, die machen wir auch weg. Ganz was Neues. Ganz was Neues. Das machen wir auch weg. Ich hab überhaupt nicht rumgespielt. Ist der Zaun. Dann wenn man ihn braucht. Sieht besser aus. So, guckst du. Sag mal. Da mache ich die beiden hin. So. Mach ich vielleicht so. Rein theoretisch könnte ich hier auch noch so ein Ding hinmachen, ne? So eine hübsche Tulpe. Das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder zu wenig Zaun. Und rein theoretisch. Was fehlt mir denn jetzt schon wieder? Hallo, mal eben kurz gucken. Oh, hast du schönes Glas. Das ist schwarzes Glas. Das sieht ja schön aus. Also ich möchtest du dein Glas auffärben? Nö, ich habe ja immer nur so kleine Scheiben. Sieht das richtig toll aus. Jetzt machen wir noch ein paar Bilder. Und wer ist er?
Das ist Hugo, der Hausgeist. Was passiert, wenn man an dem Hebel zieht? Gar nichts. Ah, guck mal, wenn du nicht die Treppen nimmst, dann machst du... Oh, was ist das denn hier? Oh, Schleimi. Das ist blöd. Oh, oh. Ich find's toll. Wenn du hier runterfällst, machst du wenigstens Knack. Und für hier hätte ich jetzt auch noch einen Platz frei. Da kommt einfach Gonzo hin. Oder mache ich's so? Ich finde den toll, aber irgendwie auch nicht. Machen wir's so. Mhm. Ja. Habe ich die falschen Treppen dabei? Tata! Kata kann dir jetzt auch nicht helfen. Wer? Kata kann dir da auch nicht bei helfen. Tropf durch die Decke. Ehrlich? Ja. Ich glaube, ich muss da noch eine zweite Schicht Blätter draufschmeißen. Hab ich auch gemacht. Weiß gar nicht, haben wir so viel überhaupt noch? Würde mich ja jetzt nicht wundern, wenn ich... Nö. Da waren die drin, ne? Wow. 4 Tropenbaumblätter waren da noch drin. Da waren noch 8. Da ist gar keine und da ist auch nichts. Ich habe noch 50 Blätter. Jetzt bin ich aber gespannt, ob das reicht. Ihr habt bestimmt wieder alle voll übertrieben, oder? Nö. Ich habe bestimmt mit Petra zusammen die hutzligste, gemütlichste Wohnung. Nö, ich bin ja noch gar nicht fertig. Bei mir braucht's noch ein bisschen. Ich werde auch, glaube ich, in dieser Dings nicht mehr fertig. Staffel? Jo. Dann hat sie noch viel vor. Nein, hey, Hugo, nein, wir beide, du und ich, ne, so. Hat noch jemand Glasscheiben für mich? Nein, ich hab dir alle gegeben, die ich hatte. Ich hab oben in der Küche müssten noch 8 Scheiben, glaube ich, drin sein. Nee, du kannst auf Blätter, kannst du ja gar keine Dings stellen, das ist ja doof. Türen. Nee, das ist richtig, da musst du dann Bretter oder halt andere Holz. Blöcke hinpacken. Na dann. Ja, hattest du Gemälde gemacht? Ja, ich habe noch 5 Stück übrig. Auch nur 2. Jetzt hast du alle. Okay, danke. Ich habe dir mal kurz in die Wohnung gekrümmelt. So. Sehr schön. Dann wollen wir uns mal hochbauen, wa? So, Glas. Ach, komm schon. Miep. Mach ich vielleicht doch noch Holz hier einfach rein. Ist eine gute Idee. Dann reichen die Scheiben auch. Ja, das sieht doch besser aus, glaube ich. Fehlen genau 2 Scheiben. Ich kotze.
Wo kann ich denn jetzt wohl mal Blätter bei klauen? Poplige, ekelhafte Scheiben fehlen mir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich brauche noch 28 mal Tropenholzblätter. Hat einer eine Scheibe für mich? Ich glaube, ich weiß, wo Sand ist. Boah. Hallo, Herr Zombie. Ich hatte doch Sand mitgebracht. Wo ist denn die Schölkerkiste? Ey, wer hat denn aus meiner Schölkerkiste den Sand rausgenommen? Ihr seid so gemein, ne? Und jetzt habe ich keine Glas mehr. Ich weiß auch nicht. Das glaube ich dir nicht. Hier, da ist der Sand. Ihr fiesen Möppels. Aber erstmal schimpfen. Warum ist hier so viel Wolle? Wo geht's denn hier nochmal raus? Kann ich irgendwo... Wie niedlich ist das denn? Kann ich hier irgendwo mal eben schnell rüberspringen und mir ein paar Blätter klauen? Müssen wir mal gucken. Weißt du was? Ich hab da noch eine Schere, ne? Weil wo ist vielleicht eben hinlegen? Ja, warte, da muss ich eben ein Bett machen. Und ich muss erstmal wieder hochkommen. So, den Rest hat keiner gesehen. Ich freue mich schon gleich auf mein Abendessen. Ich esse heute nichts mehr. Warum nicht? Kein Hunger. Ich liege. Bin auch gleich irgendwann da. Ging's hoch, da ging's hoch. Das ist ja hier sowas, also wirklich die ganze Treppe hier hoch, das ist ja, mein Gott, da kriegt man ja wirklich einen Dreck und einen Drehwurm. Kannst du auch die Rampen hochgehen? Hallo, tschüss. Vielleicht sollten wir... An der Stelle, wo die Ranken sind, einfach, sag schnell, nicht normale Fackeln dran machen, sondern diese Redstone-Fackeln. Was haltet ihr davon? Ja, die sieht man aber schlechter. Ja, so weiß ich ja nicht, welche, wo sind die richtigen Ranken, an denen wir hochklettern können. Ach ja. Na ganz prima, ich habe keinen Platz in meinem Inventar. Das da mal rein, das da mal rein. Das da brauche ich nicht mehr. Das werde ich nicht mehr brauchen. Das werde ich nicht mehr brauchen. Oh, Platz! Ich habe wieder Platz. Sehr schön. Glas steht. Ja, hervorragend. So, damit ist mein Projekt abgeschlossen. Meine Bude ist auch fertig. Ja, fertig. Komm rein. Ach so, ja. Hier, sowas kann ich natürlich auch noch machen. Ich hab das da als Gardinen genommen. Das passte so schön. Oder auch nicht, weil meine Mama alle aufgebraucht hat.
Ja. Du hast mir 5 gegeben und die habe ich auch benutzt. Ich brauche nur 3. Habe ich auch gedacht. Ja, jetzt... Lass es doch. Hab ich leider keine Wolle mehr. Nicht? Nee. Dann macht ihr die Dings ab, die Wappen. So schön finde ich die nämlich doch nicht. Der Teller die hat ja Wolle. Hab gerade Wolle gefunden. Aber Sachen gibt's. Ey, geht's da irgendwo was? Hin? Was? Hier unten geht's da irgendwo hin, ne? Nein, das ist einfach nur damit, wenn man da runterknallt, dann macht's plipsch und nicht knack. Plipsch. Oh, Vorsicht. Nicht knack. Hm, okay. Da ist kein Plipsch mehr. Da ist nur noch Knack. Hier, ja. Oh, mhm. Herrgott und 1. 2, 3, 4. Kann man nicht irgendjemand die nächsten 5 Tage abnehmen? Nö. Den nächsten Monat? Nö. Nö. Ich hab euch auch lieb. Du machst das schon. Tschakka. Ach, was schön. Du hast es ja schön hier. Was ist das? Das ist doch jetzt echt nicht wahr. Na, geht doch. Was ist das hier? Wohin geht's da? Notausgang nach draußen. Du hast ja eine eigene Küche alles gemacht. Ich dachte, wir haben eine Gemeinschaftsküche. Eine kleine Küche habe ich machen ja auch. Und wir machen uns nur ein Räumchen für uns. Ich habe ja auch eine kleine Upsi. Küche. Upsi, dann habe ich das Thema verfehlt. Macht doch nichts, ist doch alles gut. Ich habe noch keine Pflanz. Boah, was habe ich denn hier für eine Schrott gemacht? Aber die Pflänzchen sind doch auch in der Schulkerkiste. Ja, ich habe aber noch keine mitgebracht. Ah, du hast dir sowas hier gemacht. Das ist gut. Andern tapern ja immer alle durch mein Haus. Was habe ich mir gemacht? Da so ein Zugang zu der Treppe da hinten. So ist es. Da oben steht auch irgendetwas. Schön. Hugo, lass uns baden. Warum habe ich keine Raben mehr? Alle auch gegessen. Keine Stickies mehr. Holz mehr, ich habe keine Stickies mehr, ich habe überhaupt nichts mehr. Hallo. Hallo. Nicht so nah kommen. Okay. Ist dir auch schon runtergefallen? Was? Wer ist runtergefallen? Na hier. Guckst du? Womit macht man nochmal Rahmen? Sag jetzt nicht mit Nudeln. Stickies außen und in der Mitte einmal Leder. Wolle. Ach, Rahmen. Rahmen, Entschuldigung. Entschuldigung, falsch interpretiert. Klopf, klopf. Hallo.
Ja, rein mit dir. Hey, komm her. Ja, bitte. Du hast gesagt, so. Komm her. Ich meinte das Pöttchen. Mhm. Ich glaube, das gefällt mir so. Glaube ich, bleibt so. Da kommt vielleicht noch ein Bildchen hin. Ja. Hast du noch? Ah, ich muss schon wieder Rahmen herstellen. Bilder. Ja. Hast du eins? Nee, aber ich habe alles dabei dafür. Ja, dann mach doch mal eben. Dann mache ich hier schon mal alles soweit klar. Das Bild auch nur da entsteht, wo ich es haben will. Kannst du mal ein bisschen beiseite gehen? So. Bild? Hey, wo ist mein Rahmen jetzt? Den hast du aufgesammelt. So, warte. Jo. Wo ist meine Schere? Das auch okay? Sehr schick, ha? Das auch okay? Achso, das ist jetzt zweimal das gleiche. Das ist, ich weiß nicht, was das darstellen soll. Das sieht irgendwie aus wie so ein Holzstapel von der Seite. Ich bin mir aber nicht wirklich sicher. Könnte sein, ne? Pass auf wohl. Oh, das ist gut. Sehr fesch. So, meine Bude ist fertig. Ich hätte jetzt ein Bild, was ich irgendwo aufhängen kann. Warte, ich guck mal eben, ob ich irgendwo noch Platz dafür habe. Ah, die Pflänzchen brauche ich noch. Die Pflänzchen. Ich bringe sie dir gleich wieder. Alle Pflänzchen weggenommen. Ich sagte gerade, ich gebe sie dir gleich wieder. Schön. Jetzt hat die hier Futter aufgehängt. Ich weiß es nicht. Ist doch schön. So als Notration. Was ich nur nicht habe, ist eine Truhe hier drin. Aber eine Küche. Hey, lass das. Lass das. Hast du die Pflanzen jetzt zurückgebracht? Hör auf, das voll zu müllen. Siri? Ja. Hast du die Pflanzen jetzt zurückgebracht? Ja, die meisten zumindest. Das sind hier die meisten. Ich will auch Pflanzen haben. Hier sind 4 Porzellanstärtchen und 2 Maemonen sind hier noch drin. Dann nehme ich die. Möchtest du was anderes? Nee, ist alles okay. Dann ich gehe für dich nochmal los. Nein. Doch. Nein. Doch. Wird die machen. Wird die machen. Eiskalt. Mach die. Nein. Mach die. Dann nein. Nicht. Bloß nicht. Lass mich bloß in Ruhe. Manchen Leuten kannst es einfach nicht recht machen. Da ja, sieht doch ja. Gut aus. Da hast du was? Voll recht, mein Freund. Sieht doch nett aus, mein Häusle. Ich bin fertig. Juhu! Juhu! Das hieß so. Juhu! 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 Und gemütlich? Ja, Schlaf gemacht? Schön geworden. Na, dann gucke ich mir nochmal eben eure Einrichtung jetzt an. Was hast du dir denn da alles hingemacht?
Brot, Kuchen, Schnitzelchen. Ja! Fisch. Herrlich. Kleine Küche. Ja, so einen kleinen Ofen habe ich auch aufgestellt, aber jetzt nur so zum Heizofen wollte ich. Ich wollte nicht einfach nur stumpf eine Werkbank und einen Ofen einstellen. Es sollte also schon ein bisschen. Und da ist meine Schlafnische. Schön. Ja, schön. Schön versteckt. Ja, Platti, zeig mal her. Oh, Platti hat hier ganze Wände. Nee, du bist runtergefallen. Mal, Platti hat hier schon mal so eine Sitznische, ne? Bettchen mit Teppich. Guck mal hier. Hä? Was denn? Notausgang. Oh, okay. Sehr schön. Klein, aber mein. So ist es. So ist es. Ich habe nur ein Bett bei mir. Iri, bist du auch fertig? Ja, so ziemlich. Wie kommt man denn zu deiner Hütte rüber? Hier. Oh, durch Petras Küche. Trickmamsel, du hast aber auch echt böse gebaut, oder? Ach, das macht nichts. Ihr müsst nur immer die Türen wieder schön hinter euch zumachen, sonst habe ich bald Mäuse drin. Auch neckisch. Kleines Sofa und Bett. Da musst du hier... Bist du jetzt hin? Hier. Da musst du hier hin. Und am besten hier einmal so, hui. Das ist Hugo. Na denn. Und da unten kommen dann Blümchen hin. Genauso wie auf meinem Dach, aber die sieht man gar nicht. Doch, die sieht man, wenn man auf meinem Häusle steht. Na, gucke. Strick, Mamsel. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Ach, ich gucke nach Monstern. Ach so. Ach, was ist denn du? So böse aus. Mann, das Gras wächst nicht. Oh je. So ruhig kann es sein. Guck, wenn du hier bei mir stehst, dann siehst du die Blümchen da bei dir. Schön. Das Gras wächst nicht. Warum nicht? Weiß ich nicht. Ich glaube, hier oben mache ich mir später noch irgendetwas hin. Ich weiß noch nicht was. Brauchst du noch ein paar Blätter, Strickmamsel? Nee, ich habe jetzt hier gerade nur die Lücke zugemacht. Wollte eigentlich oben auf dem Dach auch noch welche, aber ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich da hinkommen soll. Brau dir doch von außen eine Treppe dahin. Hier schneit es nie, oder? Nein, hier schneit es nicht, sei denn, du kommst hoch genug.
Das tat weh. Dann auch andersrum. Warte, ich komme, Strickmamsel. Ich bring dir Blätter. Ja. Ja. Das wäre schön. Wo hast du denn deine Treppe nach oben hingebaut? Ich habe gar keine Treppe nach oben gebaut. Doch, hier. Wo? Hier. Rutsch mal, damit ich ja, da Moment. Durchkomme. Du musst mal, ich muss eben ein paar Blätter wegmachen. Du musst da mal eben weggehen. So. Meine Mama hat da Eichenblätter benutzt. Eichenblätter? Ja, Eichenblätter. Oh, die habe ich nicht. Ich habe Truppenlaub. Truppenholz habe ich. Ja, Truppenblätter. Dann guck hier. Dich mal genau um. Da sind auch eine Reihe außenrum Eichenblätter. Oh. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Haben wir noch welche? Eichenlauf. Nix mehr da. Ich hab auch nix mehr. Nee, Blätter habe ich auch keine mehr. Das funktioniert nicht. Was funktioniert nicht? Das Gras wächst nicht, ich hole mir das Grasblöcke. Ach, bin ich doof. Das ist ja angenehm. Ja, ich versuch's zumindest. So, ihr Lieben. Für mich war's das für heute. Jö. Oh, okay. Okay. So ist das. Mögt ihr nochmal mit mir zusammenkommen? Ja, ich warte. Ach so. Kacke. Macht doch nichts. Pass auf. Hab ich noch Treppen? Sind das? Das sind Truppenholztreppen, ne? Ja. Ja, genau so. Geht doch. Ja, oder weniger. Sieht doch gut aus. Und wir haben ganz schön was geschafft heute. Auf jeden Fall. Ja, nicht schlecht. Das sage ich dir. Komm, wir gehen in unsere Haupthütte. Wolltest du eine Schere haben? Das stimmt. Ich habe eine Schere, ich dumme Nuss.
Bin sofort da. So. Tada. Auch richtig schön. Gefällt mir richtig gut. Kleine Städtchen. Ja. Oh Gott, Hugo steht da ganz solo. Ich komme. Kann man sich das von hier oben anschauen? Ja. Hey! Meine Mama hat das Verbindungshaus. Na, guck mal von hier oben. Wir sind keine Straßenverbindung, nur damit das klar ist. Klasse aus, ne? Ich würde jetzt auf jeden Fall außen noch. Nicole, möchtest du außen noch ein paar Fackeln haben? Damit es zu euch passt, ne, sollte ich vielleicht. Yo! Wir kriegen Platti da nicht raus. Platti! Opa! Ja, ich bin hier gleich. Ich sofort, einen Augenblick. Also hier und hier muss noch und da und dann bin ich auch schon so. Mann, oh Mann. Wow, voll cool. So ist es. Gefällt mir. Mit diesem Ausblick, nicht Augenblick, auch ein schöner Augenblick natürlich. Ja, bedanke ich mich recht herzlich bei euch für diese Aufnahmesession von mehreren Stunden. Jo. Ja. Wünsche euch einen schönen Tag. Ja. Wünsche auch allen Zuschauern einen schönen Tag. Oh, bleibt ja. Alle sauber und vor allem gesund und bis zur nächsten Aufnahmesession, wenn ihr denn so wollt. Aber hallo. Und vor allem bewertet das Video sehr gerne, ob positiv, ob negativ. Das bleibt wie immer euch überlassen. Also bis demnächst. Tschüssi. 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 Tschüss.